Hallihallo aus Wien in die unendlichen Weiten des Internets. Wir haben heute ein Date und zwar mit Nick Dunmore, einem der Helden aus Erebos 2. Es ist gewissermaßen ein Speed-Date. Man könnte auch sagen, es ist eine Leseprobe. Leseproben müssen ja nicht immer gedruckt sein. Ab und zu kann man sie sich auch vorlesen lassen. Und das ist genau das, was wir jetzt tun werden. Ersten Seiten von Erebos Speed Date mit Nick. Er hatte noch eine halbe Stunde bis zum vereinbarten Termin, aber wenn der Verkehr weiter so träge vor sich hin rollte, würde er es kaum pünktlich schaffen. Nick drückte auf die Hupe, als ein klappriger Toyota sich vor ihm in die Spur zwängte. Fuhr am Samstagmittag wirklich ganz London aufs Land? Der Toyota bremste plötzlich und ohne ersichtlichen Grund. Nick bremste auch. Es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Die Tasche mit seiner Fotoausrüstung wurde von der Rückbank gegen die Lehne des Vordersitzes geschleudert. Verdammt. Hoffentlich war nichts kaputt gegangen. Nick hupte noch einmal, ausdauernd und wütend. Bis nach Froyal Park waren es noch rund 15 Meilen und die Hochzeitsgesellschaft wartete wahrscheinlich schon. Vor allem die Braut. Sie hatte sich Fotos im Vorbereitungszimmer gewünscht, im Kleid vor dem Spiegel, beim Anlegen des Schleiers, Detailaufnahmen der Schuhe, solches Zeug. Mit den Jobs als Hochzeitsfotograf finanzierte Nick sich sein Studium. Er war darauf angewiesen. Als Fotograf zu spät zu erscheinen, war schlecht für den Ruf. Wenn es sich herumsprach, dass er unzuverlässig war, konnte ihn das eine ganze Menge Aufträge kosten. Am besten er rief an. Die Handynummer der Braut hatte er gespeichert, sein Smartphone war mit der Freisprecheinrichtung gekoppelt, er musste nur in einem günstigen Moment die richtige Telefonnummer antippen. Der Moment war 2 Minuten später da, als der Verkehr wieder zum Stillstand kam. Nick griff nach seinem Handy, entsperrte es und wollte die Kontakte öffnen, als etwas ihn innehalten ließ. Das Display sah nicht aus wie gewohnt, also im Grunde schon, aber die Apps hatten sich verschoben. Da, wo sonst Instagram lag, war nun Runtastic. Instagram war eine Zeile tiefer gerutscht, merkwürdigerweise. Nick hatte sich die Reihenfolge, in der seine Anwendungen auf dem Handy angeordnet waren, genau überlegt. Also, wieso? Dann sah er es. Eine weitere App war hinzugekommen, hatte sich gewissermaßen hineingedrängt. Das Icon kam ihm bekannt vor. Allerdings? Hinter ihm lautes Hupen. Er schrak hoch, ließ das Smartphone zurück auf den Beifahrersitz fallen und stieg aufs Gas. Es ging jetzt flüssiger voran und die Chancen, dass er sein Ziel einigermaßen pünktlich erreichen würde, stiegen. Doch nun war er mit dem Kopf nicht mehr richtig bei der Sache, weder beim Autofahren noch bei seinem heutigen Fotojob. Er hatte in den letzten Tagen keine Apps installiert, das wusste er. Dass da trotzdem eine neue war, begriff er zwar nicht, aber das alleine wäre bloß ein wenig merkwürdig gewesen. Und kein Grund für das flaue Gefühl in Nicks Magen. Es war das Icon, das ihn überlegen ließ, ob er nicht die nächste Ausfahrt nehmen, kurz an den Rand fahren und genauer nachsehen sollte. Unsinn, sagte er sich selbst. Ich habe versehentlich etwas heruntergeladen und es nicht bemerkt. Es kann schnell passieren. Nur, dass man jeden Download bestätigen musste, auch bei Gratis-Software. Er biss sich auf die Lippen. Egal jetzt. Hastiger Blick auf sein Navi zeigte ihm, dass er Froyal Park in 31 Minuten erreichen würde. Damit war er so gut wie pünktlich. Nick atmete tief durch und drehte den Ton des Radios lauter. Für den Rest der Fahrt schaffte er es nicht, an die App zu denken. Er schaffte es auch zu verdrängen, woran sie ihn erinnerte, an das nämlich, was vor fast 10 Jahren passiert war. Er hatte schon lange nicht mehr daran gedacht und er konnte auch in Zukunft gern darauf verzichten. Bis er Froyal Park erreicht und sein Auto hinter dem Herrenhaus abgestellt hatte,
war es ihm beinahe gelungen, sich selbst davon zu überzeugen, dass er sich vorhin geirrt hatte, so gestresst wie er war. Um sicher zu gehen, stieg er nicht sofort aus, sondern griff nach seinem Handy und entsperrte es. Nein, kein Irrtum. Es gab eine neue Anwendung auf seinem Smartphone, wobei das Wort neu sich falsch anfühlte. Nick kannte dieses Icon. Es war genau das Symbol, das er als Schüler eine Zeit lang auf seinem Desktop gehabt hatte, bevor das dazugehörige Programm sich selbst gelöscht hatte. Diesmal hatte es sich eigenständig installiert. Er atmete tief durch. Sein Daumen schwebte unschlüssig über diesem Zeichen, das für ihn so viel Unheil symbolisierte. Dabei sah es vollkommen harmlos aus. Es war nichts weiter als ein rotes E. Speeddate Ende. Schönen Tag wünsche ich euch noch.